Und Gott gibt Saul den Feind in Davids Hände. Inmitten kampfesmüder Streiter findet er seinen Gegner nächtens eingeschlafen. Doch David zögert, den erlauchten Meuchlings zu erschlagen. Er nimmt den Wasserbecher und den Spieß zu Häupten Sauls und geht. Und niemand war, der es bemerkte, denn sie schliefen alle. Es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen.